Moin Sinus und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir werden heute nach Mumbai gehen, da gibt es nämlich die Hirani-Evakuierung. Schauen wir uns mal an. Worum geht's? Beseitigen Sie Akash Joshi im Aufzugsschacht von Rangans Turm. Beseitigen. Okay, wir können ihn also irgendwo töten und müssen ihn dann nur dort hineinwerfen. Bekommen wir da weitere Informationen über den guten Mann? Nein. Okay, dann schauen wir mal. Also im Turm. Das heißt, es wäre, denke ich, günstig, wenn wir direkt im Turm starten würden. Der sieht ja so aus, als wenn er sich dort rumtreiben würde. Der Mann Dietrich brauchen wir im Turm, denke ich, gar nicht. Hier haben wir auf jeden Fall die Angelschnur, die wir beim vorletzten Mal schon freigeschaltet haben. Dietrich, nehme ich trotzdem Dietrich mit, ja, oder? Aber vielleicht schmuggle ich mir auch noch irgendwie so ein Brechmittel oder sowas. Falls ich ihn halt irgendwo... Rangansturm, wo ist denn das? Gibt es da nichts Besseres? Baustelle unten? Nee, 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 nee. Okay, gut. Dann versuchen wir es mal hier mit Rangansturm. Ein Gift, nämlich ein Brechmittel. Ja, und dann legen wir einfach mal los und schauen, was dabei rauskommt. Man kann hier gar keinen Schwierigkeitsgrad festlegen, ne? Interessanterweise. Also habe ich keine Ahnung. Ich vermute, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad werden wir uns hier bewegen. Ja, ich weiß gar nicht, wie der unterste heißt, der Casual oder sowas. Da gibt es ja gar nichts, habe ich letztens mal mitbekommen irgendwie. Da gibt es ja teilweise noch nicht mal Kameras oder sowas in den Leveln. Ja. Ist schon krass. So, da sind wir also. Dann würde ich sagen. Schauen wir uns mal. Ah, er ist direkt hier. Und, nebenan, okay. Ach, das ist einer von den beiden, die hier... okay, gut. Dann können wir uns gleich mal um die Kameras kümmern, ne? Und dann müssen wir ihn halt irgendwie hier rumzerren. Dazu müssen wir vielleicht tatsächlich die Wachleute irgendwie loswerden. Könnte sein. Ha, okay, interessant. Also unten links dieses Symbol, ne, das grüne, das anzeigt, ob ich halt noch Silent Assassin bin oder nicht. Würde ich ja mindestens mal gerne verschieben können irgendwie. So, da hinten gibt es nämlich direkt eine Kamera. Oh. Vorsichtig hier. Kann man hier Leute irgendwie entsorgen? Ne, hier gibt es keine Kisten, ne? Okay, wir verkrümmeln uns mal kurz von hier. Schauen wir mal, wer von den beiden ist, denn ich glaube, der hat eine Kamera, ne? Da rennt auch noch jemand rum. Hier könnten wir einen Wasserleck verursachen. Es ist schon der Typ mit der hellen Mütze, ne? Ja. Was treibt er denn hier so? Schaut sich die Kamera an. Ja, der andere guckt halt gar nicht in seine Richtung irgendwie. Ja, das finde ich schon cool.
Okay, da checkt er nochmal den. Hi Krishna! Somebody help me! Oh. Somebody has to help me! So war das eigentlich nicht gedacht. Okay, die haben mir gleich mal einen Sicherheitsmenschen mitgebracht. Ja, unser Ziel guckt immer noch irgendwie an der Treppe oben rum. Mit einem Schraubenzieher wäre das vielleicht tatsächlich unauffälliger gewesen. Okay, er hat sich wieder beruhigt hier. Und da kommt er schon wieder runter. Ich glaube, hier sind weniger Polizisten als normalerweise unterwegs. Wir schauen mal. Das ist doch unser Ziel, oder? Ja, na klar. Mega billig hier. So, ja, jetzt brauchen wir noch einen Ausgang. Gibt es hier im Turm gar nichts Gescheites irgendwie? Was ist denn das da hinten für ein Ausgang? Achso, da müssen wir auch erst wieder komplett einmal hinaus. Mal gucken. Das ist ja hier nicht der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Ja, deswegen werden wir hier auch gar nicht durchschaut weiter. Vielleicht können wir irgendwie mit dem Taxi abhauen oder so. Okay, also das mit der Münze war schon mal ziemlich billig, würde ich sagen. Das hat ganz gut funktioniert. So, war jetzt nicht der schnellste Run der Welt auf jeden Fall. Aber schon ganz okay, würde ich sagen. Ja, erstmal Situation erfassen hier. Also, beseitigen Sie Rehan Shimani im Aufzugsschacht. Okay. Sobald sich jemand bei einer unerlaubten Aktion sieht, geht die Mission als gescheitert. Ich würde sagen, wir versuchen das einfach nochmal ganz genau so wie eben. Denn das hat ja eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir dürfen uns halt nicht von Kameras irgendwie erwischen lassen. Ne? Wir dürfen nicht in den zugangsbeschränkten Bereich oben und uns da sehen lassen. So, dann schauen wir mal. Wenn wir Glück haben, ist das jemand, der direkt am Aufzugsschacht steht von den Leibwächtern? Nicht ganz. Ach, das hier ist ein echt gut bewachtes Stockwerk. Ne? Da müssen wir uns vorher irgendwie, befürchte ich, ein Leibwächterkostüm irgendwoher besorgen. Entschuldigung. Auch hier durch. Sag nicht, der hätte mich beinahe bemerkt. Is the fan good to go?
So, wie läuft denn der da unten? Der bleibt, glaube ich, dort. Er guckt sich hier ein bisschen um. Den müssen wir erstmal irgendwie sich wieder beruhigen lassen, den guten Mann. Wo ist denn der hingerannt? Okay, alles gut. Wir warten mal, bis er nach hier drüben kommt, ne, damit er an den Ventilator, damit wir auch den richtigen abgreifen. Could you please go see what that was? Nobody's. So, das ist der richtige hier. Den nehmen wir uns einfach mit. Schmeißen ihn einmal hier hinein. So. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber wir müssen mal gucken. Das ist ja nicht der höchste Schwierigkeitsgrad. Von daher kommen wir hier vielleicht tatsächlich ganz gut durch. Wie unauffällig sind wir hier oben? Mega unauffällig. Das ist gut. Wie unauffällig sind wir hier drin? Hier gibt es ja normalerweise ein, zwei Enforcer. Lauf ich hier hoch? Ja, cool. Da steht doch direkt jemand. Nein! Ah. Ich wollte die Tür zumachen, verdammt. Oh, sorry. Na! Wieso ist der jetzt da reingekommen? Das ist ja ärgerlich. Ja, da habe ich ein bisschen gebummelt scheinbar, ne? Dadurch, dass ich da einmal in den Schrank gekommen bin. Vielleicht, weiß ich nicht, wie es dazu kam, dass er jetzt da reinkam. So, das hier nehmen wir mal mit. Für ein paar schnelle K.O.s. So, wir lassen ihn sich wieder kurz beruhigen. Er wird da gleich rumrennen. Sagen, oh no, oh nein, wie konnte das denn passieren? Wer war das? Und warum? Wo rennt denn der da immer hin? Rennt er da wirklich irgendwie runter? Ja, irgendwie schon. Ergibt gar keinen Sinn. Aber hey, lass ihn machen. Oh, jetzt sind die da mal zu zweit tatsächlich. Ja, me again. I guess I got a little worked up. Yeah, false alarm turns out. Ja, denke ich auch, ne? Absolut falscher Alarm hier. Oh, er steht gerade günstig. I'd appreciate it if you'd go check on that. I get it. No problem. So, das ist unser Ziel. Sehr schön. Jetzt machen wir auch ein Bügeleisen dabei, um ihm ordentlich eine zu verplätten. Ha! Oh Mann.
So, und jetzt versuchen wir das mit dem Leibwächter hier nochmal, aber... halt easy, gechillt und ein bisschen schneller. Ich meine, es wäre natürlich auch absolut nicht unter meiner Würde. Das Getränk von einem der Leibwächter zu vergiften. Hey. Be loud and clear. Beautiful. Schnell, 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 schnell. Irgendwo, hä? Hier ist doch eigentlich alles. Okay, wir dürfen uns nicht dort verkleiden. Das habe ich schon beinahe befürchtet. Das kann doch nicht so schwer sein hier, oder? Vielleicht doch. Man weiß es nicht. Okay, wir müssen uns also auf der anderen Seite da verkleiden und dann halt gucken, dass wir da wirklich, wirklich sehr gut in Deckung bleiben. Achso, Bügeleisen. Leute, Bügeleisen. Das nehme ich mal an mich, danke. Denn ich glaube, das Bügeleisen macht tatsächlich noch weniger Lärm, als jemanden so zu erwürgen. Wurde diesmal gar nicht der Kugeleinschlag bemerkt? Doch. Aber der ist gar nicht so misstrauisch diesmal, ne? Und hat sich auch schon wieder beruhigt. Ja, perfekt. So, komm du mal hier rüber zum Ventilator, bitte. Nee, nicht da hinten, Kamera. Ventilator ist jetzt angesagt. Ach, genau so. Will you go have a look? Yeah, sure. So, der Teil hier halt super easy. Und dann... geht's immer ans Scheitern für mich. So, aber dieses Mal machen wir alles richtig. Hoffe ich. Ist da ein Säbel? Moment mal. Oh ja, da ist ein Säbel. Ist der neu? War der schon immer da? So, wir locken heute einfach mal den anderen hier rein. Man kann hier halt auch so ein bisschen durchgucken, ne? Sehen wir uns gleich hier um. Ah. Okay, man wird dabei tatsächlich gesehen. Das heißt, wir müssen den vielleicht da hinten drin liegen lassen. Ja, Jungs und Mädels, für heute mache ich Schluss. Das war also Stufe 1 und ein paar Versuche Stufe 2 hier. Die Stelle hier ist echt, wie soll ich sagen, knifflig, ne? Naja. Gut, gut, gut. Da machen wir also morgen an dieser Stelle weiter.
Und dann schaue ich mal, wie wir das am besten lösen können. Vielleicht lassen wir ihn dann wirklich einfach da liegen und machen dann weiter. Weil, ganz ehrlich, ne, dass man da von da unten erwischt wird, wo ja unten eigentlich das ganze Glas da verblendet ist, wo man gar nicht durchgucken kann. Ich meine, das ist ein Bad mit einer Toilette und einer Dusche drin. Da kann man, soll man natürlich von unten gar nicht so reingucken können. Ja, gut. Ist ein Spiel, macht Spaß. Yay, wir machen hier an der Stelle morgen weiter. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Ciao.